Guten Tag aus dem Detlef-Struve-Haus zu unserem Online-Vortrag zur GAP-Reform. Ich freue mich, Sie so zahlreich begrüßen zu können. Wir sind 120 Teilnehmer bis jetzt. Wir hatten ja im Januar, also vor fast einem Jahr, eine ähnliche Veranstaltung gemacht. Wir wussten damals schon, dass sich einiges noch wird ändern können an der Reform. Genauso ist es auch gekommen. Deutschland hat seinen Strategieplan eingereicht, allerdings auch erst Ende Februar. Und deswegen ist er auch verspätet erst genehmigt worden. Und es hat dann doch noch Kritik der Kommission gegeben. Es haben sich einige Änderungen ergeben. Und heute ist das sozusagen das Update. Ich werde heute versuchen, möglichst die Regelungen darzustellen, die für die Praxis relevant sind, die Hintergründe ein bisschen weniger darzustellen, als wir das vielleicht noch im Januar gemacht haben, zum Verständnis der Reform. Und wir haben die Idee, dass wir immer nach einigen Abschnitten dann Fragen gestellt werden können. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die unten in F und A, also das steht für Fragen und Antworten. Sie können aber auch die Hand heben, unten mit dem Symbol Hand heben. Dann würden wir Ihnen eine Sprecherlaubnis erteilen. Dann könnten Sie auch übers Mikro Ihre Frage mündlich stellen. Und ansonsten, oder wenn Sie Sprecherlaubnis haben wollen, können Sie es auch gerne in F und A hineinschreiben. Aber, oder Sie schreiben direkt Ihre Frage dort hinein. Ich fange dann an mit dem Vortrag. Ja, teile meinen Bildschirm. Moment. Das ist das, was Sie kennen, was wir heute schon haben. Heute sehen die Direktzahlungen so aus, dass wir in der ersten Säule eine Basisprämie haben, eine Umverteilungsprämie für die ersten Hektare, eine Junglandwirteprämie und dann das Greening mit den drei Pflichten, 5% ökologische Folgenflächen, eine Anbauvielfalt einzuhalten und Dauergrünland zu erhalten. Gekoppelte Zahlungen machen wir in Deutschland nicht, jedenfalls bis jetzt nicht. Das ändert sich jetzt. Wenn man jetzt mal finanziell das betrachtet, dann sind die angekündigten Zahlungen, die es in diesem Jahr geben soll, in diesen Beträgen genannt. Und wenn man jetzt mal zusammenzählt, was ein Betrieb so regelmäßig bekommt, ich habe jetzt einfach mal einen 100-Hektar-Betrieb genommen, damit das mit der Umverteilungsprämie, die verteilt sich dann ja auf die Fläche, dann bekommt ein Betrieb in Deutschland heutzutage 100 Hektar etwa 270 Euro auf den Hektar. Die Direktzahlungen, so habe ich gehört, kommen in diesem Jahr, die Prämien sollen in diesem Jahr am 23. Dezember angewiesen werden. Das ist also das, was finanziell bisher kommt. So sieht die neue Reform aus. Und das sieht auf den ersten Blick so ähnlich aus. Was sich aber wesentlich verändert hat, ist einmal hier, dass es jetzt diese Eco-Schemes gibt, Öko-Regelungen auch genannt in Deutschland. Dieser Begriff ist allerdings nicht sehr signifikant, weil das hat mit Ökolandbau nichts zu tun. Deswegen bleibe ich gerne beim englischen Begriff Eco-Schemes. Das sind sozusagen freiwillige Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen, wie wir sie aus der zweiten Säule kennen. Die sind freiwillig für den Landwirt. Er kann sie annehmen, er muss sie nicht machen. Der Mitgliedstaat muss aber welche anbieten. An sich ist das eine ganz geschickte Konstruktion, vor allen Dingen verbunden hier mit der Erfolgskontrolle der EU, weil gerade hier die sogenannten Ergebnisindikatoren für die Erfolgskontrolle vorsehen, dass der Mitgliedstaat sich selber dort ein Ziel setzen muss, was diese Eco-Schemes beitragen sollen zu den übergeordneten Zielen, die hier oben stehen, Einkommenssicherung, Umwelt- und Klimaschutz und die Förderung der ländlichen Räume. Es muss aber auch gesagt werden, wie viel Fläche man oder wie viel Prozent man damit erreichen will. Und wenn diese Zahlen nicht erreicht werden, dann muss der Mitgliedstaat nachbessern. Das heißt, er muss die Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen anpassen. Leider sind die im ersten Aufschlag in Deutschland nicht sehr gelungen. Wir gucken uns die nachher ja noch an. Deswegen rechnen wir schon damit, dass 2024 diese Eco-Schemes dann auch schon wieder anders aussehen können und vielleicht auch die Prämienhöhen sich ändern. Was alles hier gelb unterlegt ist, das sind Dinge, die in dem Rahmen der Verhandlungen
durchs Europaparlament oder den Ministerrat hineingekommen sind. Also man sieht jetzt doch Mindestbudgets vor für die Umverteilungsprämie von 10%, Mindestbudget von etwa 3% für die Junglandwirteprämie und 25% müssen mindestens die Eco-Schemes ausmachen. Was leider nicht so schön ist, ist, dass man die Voraussetzung, bislang war es ja Cross-Compliance, jetzt ist es die Konditionalität. Das ist im Grunde genommen Cross-Compliance und das bisherige Greening und sogar noch ein bisschen verschärft. Deswegen steht da das Plus. Das gucken wir uns im Einzelnen noch an, die Konditionalität. Aber Sie sehen hier schon, wir müssen jetzt eine echte Stilllegung machen. Wir müssen Pufferstreifen an Gewässern machen, einen Fruchtwechsel einhalten, eine Winterbegrünung vorsehen und eine Bodenbedeckung und so weiter. Das gucken wir uns aber im Detail an. Aber die Grundvoraussetzung, das ist ja, wenn ich die Konditionalität nicht einhalte, dann werden mir die Prämien gekürzt, wenigstens um 3%, im Wiederholungsfalle oder im schwereren Fall sogar bis um 10%, bei Vorsatz um 15%. Also diese Grundvoraussetzung der Konditionalität, die ich einhalten muss, um überhaupt die Prämien ungeschmälert zu bekommen, das ist deutlich strenger geworden. Man kann auch in die zweite Säule umverteilen. Das sind jetzt nicht mehr 6%, sondern das werden 10-15%. Gucken wir uns auch nochmal an. In Deutschland hat man sich entschieden, auf die ersten Hektare nicht nur 10%, was man mindestens hätte machen müssen nach EU-Recht, sondern 12% zu legen. Und es kommen dabei folgende Prämienbeträge hinaus. Die Basisprämie schrumpft gewaltig auf 156 Euro. Die Umverteilungsprämie wird deutlich angehoben auf 70 bzw. 40 Euro. Für die ersten, jetzt muss ich überlegen, 50 und 20 Hektar, sehen wir nachher noch, habe ich nachher auf einer extra Folie noch. 134 Euro, die Junglandwirteprämie steigt also auch nochmal deutlich. Gibt es jetzt auch für 120 Hektar, gucken wir uns auch noch an. Und die Eco-Schemes, das ist ganz variabel. Das geht von 45 Euro für einen Hektar bis 1300 Euro, je nachdem, was man macht. Das gucken wir uns nochmal an. Gesicherte Zahlungen sind jetzt natürlich nur, jetzt, gekoppelte Prämien, Entschuldigung. Da werden wir rückfällig und führen eine Mutterkuh, Mutterschaf und Mutterziegenprämie ein, gucken wir uns auch noch an. Gesicherte Zahlungen für den Betrieb sind jetzt aber ja nur noch die Basisprämie und die Umverteilungsprämie. Da ist man bei einem 100-Hektar-Betrieb dann bei 190 Euro. Das sind dann also schon mal 80 Euro weniger als bisher. Wenn Sie so wollen, fehlt eigentlich die Greening-Prämie, weil das hat man in die Konditionalität gepackt, beziehungsweise das muss ich mir jetzt erst über Eco-Schemes wieder erarbeiten. Also das, was an gesicherten Zahlungen kommt, ist schon mal deutlich weniger. Gucken wir uns an, was ist denn neu in der Reform? Die wesentlichen Änderungen sind, ist eben die Konditionalität mit den sogenannten Glötzpflichten, guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand. Da gibt es 9 davon. Die soziale Konditionalität soll noch dazukommen. Das ist also Arbeitsschutzrecht. Das wird später 2025 kommen. Und wir haben die Eco-Schemes. Das ist auch neu. Da sehen Sie jetzt schon mal im ersten Blick, was es für Angebote dort gibt. Die sind ja, wie gesagt, freiwillig. Das gucken wir uns auch noch näher an. Das sehen Sie hier. Also wir befassen uns erstmal im ersten Abschnitt des Vortrages mit der Konditionalität, also den Grundvoraussetzungen für die Prämien, die Sie einhalten müssen. Und dann in einem zweiten Abschnitt geht es dann darum, Umschichtung in die zweite Säule. Was muss ich tun für die Junglandwirteprämie? Was muss ich tun für gekoppelte Tierprämien? Und im dritten Teil gucken wir uns dann die Eco-Schemes an. Fangen wir mal mit der Konditionalität an. Der Dauergrünlanderhalt, bislang Bestandteil vom Greening, ist jetzt also in die Konditionalität gewandert, in die Grundvoraussetzungen. Und es bleibt wie bisher so, dass Dauergrünland erhalten werden muss und es darf maximal in der Region Schleswig-Holstein um 5% abnehmen. Und leider nimmt man hier ein neues Referenzjahr 2018. Und wir müssen mal gucken, also wir haben, glaube ich, schon einiges an Prozenten verloren seit 2018, weil einiges doch umgewandelt worden ist, auch teilweise nämlich ohne Genehmigung, zum Beispiel über Ökobetriebe. Mal gucken, wo wir da stehen. Wenn wir 4% Abnahme erreicht haben, dann werden keine Genehmigungen mehr zur Umwandlung erteilt. Die positive Nachricht ist, dass man in Zukunft nicht immer eine Genehmigung braucht. Das habe ich Ihnen in dieser Tabelle mal zusammengestellt, wie die Rechtslage ist. Und zwar
Es geht danach, wann die Fläche ins Dauergrünland hineingewachsen ist. Also wenn die Fläche vor 2015 Dauergrünland geworden ist, dann brauchen Sie auch in Zukunft eine Genehmigung und Sie müssen auch dafür Ersatzdauergrünland stellen. Die Bauern sagen immer, ich muss Umbruchrechte kaufen. Das ist eigentlich nicht richtig, weil ich muss Ersatzdauergrünland stellen, aber das darf auch auf Flächen eines anderen Betriebes liegen. Und da muss ich dann Geld eben dafür geben. Das sind diese sogenannten Umbruchrechte. Also wenn das ganz altes Dauergrünland ist, dann brauche ich eine Genehmigung und ich muss Ersatzdauergrünland stellen. Wenn es seit 2015 entstanden ist, das Dauergrünland, brauche ich zwar noch eine Genehmigung, aber ich muss kein Ersatzdauergrünland mehr stellen. Und jetzt haben wir uns endgültig durchgesetzt. Ist ja eine Forderung des Berufsstandes, das endlich mal zu vereinfachen. Ab 2021 brauche ich keine Genehmigung mehr. Also wenn das Dauergrünland dann entstanden ist, ab 2021, die Regelung tritt jetzt in diesen Tagen in Kraft. Also ab dem nächsten Jahr, wenn ich dann Dauergrünland umwandeln will, das ab 2021 entstanden ist, dann brauche ich weder eine Genehmigung, noch muss ich Ersatzdauergrünland stellen. Ich muss allerdings eine Anzeige machen. Und was da in Gelb steht, sollten Sie bitte auch beachten. Hier, was in der Tabelle steht, ist nur Prämienrecht. Es gibt aber noch ein Landesdauergrünlanderhaltungsgesetz. Dort gibt es eine Kulisse. In der Kulisse brauchen Sie nach wie vor eine Genehmigung. Auch bei neu entstandenen Dauergrünlandern müssen in der Regel, wenn Sie sie überhaupt kriegen, und müssten dann auch Ersatzdauergrünland stellen. Und es kann auch sein, dass das Naturschutzrecht Ihnen einen Umbruch oder im Wasserschutzgebiet oder andere Schutzgebiete, da müssen Sie darauf achten. Genauso gilt in FFH und Vogelschutzgebieten, gilt auch ein Umbruchverbot. Also bitte immer das Landesdauergrünlandgesetz im Hinterkopf behalten und das Naturschutzrecht. Das kann dem noch entgegenstehen. Was wir auch noch erreicht haben, ist, dass der Ackerstatus jetzt doch häufiger erhalten bleibt. Wie bisher, wenn eine Fläche ÖVF wurde, dann wissen Sie auch, dann zählten die 5 Jahre nicht weiter. Diese Regelung gilt jetzt, wenn Sie die Fläche brach liegen lassen und dafür eine Prämie bekommen. Also entweder die Pflichtbrache, dazu kommen wir noch 4%, oder Ecoscheme-Brache, dazu kommen wir ja auch noch, wo Sie dann noch gesonderte Prämie bekommen. Randstreifen bis 15 Meter Breite bleiben auch immer Dauergrünland. Also ein Randstreifen am Acker, auch wenn Sie den in Gras legen oder wenn der sich selbst begrünt, wächst er nicht ins Dauergrünland rein, solange er nicht breiter ist als 15 Meter. Und zweite Voraussetzung, er muss von untergeordneter Bedeutung sein. Das heißt, die bewirtschaftete Fläche muss größer sein als der Randstreifen. Es geht also nicht, dass der Randstreifen fast so groß ist wie die bewirtschaftete Fläche, dann gilt das nicht. Aber ein Randstreifen bis 15 Meter von untergeordneter Bedeutung bleibt Dauergrünland. Und das Dritte, was man gemacht hat, der Wechsel zwischen Gras und Kleegras gilt wieder als Fruchtwechsel. Also auch dann unterbricht das die 5 Jahre der Dauergrünlandentstehung. Gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Fragen dazu beantworten sollen. Sind noch keine Fragen? Wunderbar. Ja, was wir immer schon hatten, dass der Schutz von Feuchtgebieten und Mooren vorgeschrieben war, das hatten wir, sollte schon mal rein in die GAP-Reform, das hatten wir dann beim letzten Mal noch mal verhindern können. Jetzt ist es drin und da muss das Land eine Gebietskulisse festlegen. Und bei dieser Gebietskulisse ging es auch um die Frage, ob da auch Moorlinsen hinein sollen. Und da hat das Land glücklicherweise gesagt, das machen wir nicht ab einem halben Hektar, so wie das Bundesrecht das vorsieht, sondern wir machen es ab 2 Hektar, weil vorher spielt das aus unserer Sicht keine Rolle. Und nach dem ersten Entwurf einer Karte, das sind die Verbote, dazu komme ich gleich nochmal, der erste Entwurf einer Karte sieht so aus, das ist die Kulisse der Feuchtgebiete und Moore. Ich meine, das sind so 160.000, 170.000 Hektar immerhin, wo jetzt eben besondere Auflagen gelten aus dem Prämienrecht jetzt heraus. Und die Auflagen in diesen Gebieten, die Sie hier auf der Karte sehen, das ist wie gesagt ein Entwurf, aber so wird es wohl kommen, ist, dass Sie eben Dauergrünland gar nicht pflügen dürfen. Sie dürfen es erst recht nicht umwandeln, das Dauergrünland zu Acker. Und Sie dürfen auch Dauerkulturen nicht zu Acker umwandeln. Und da bitte ein Hinweis, wenn Sie auf solchen Flächen in der Kulisse eine Dauerkultur
Muss er auch groß schreiben. Also, was nützt denen jetzt nichts, die hier drin sind? Wenn man den Link nutzen will, muss man GAP auch groß schreiben. Also auf Flächen in dieser Kulisse dürfen Sie Dauergrünland nicht umwandeln. Das habe ich gesagt zu Acker. Sie dürfen aber auch Dauerkulturen nicht zu Acker umwandeln. Das heißt, wenn Sie auf einer solchen Fläche einmal eine Dauerkultur kodiert haben, ab dem nächsten Jahr eine Dauerkultur angebaut haben, da gehört auch die Silphie dazu, dann kommen Sie daraus nicht wieder raus. Dann muss das Dauerkultur bleiben auf der Fläche. Dann dürfen Sie dort nur noch Dauerkulturen anbauen. Die Silphie oder andere Dauerkulturen. Sie kommen aber nicht zurück in eine Ackernutzung. Das sollte man bedenken. Eingriffe ins Bodenprofil mit schweren Baumaschinen, so heißt es im Gesetz, sind nicht erlaubt. Das Tiefflügen ist nicht erlaubt und das Auf- und Übersanden. Das sind ja so Dinge, die man im Moort gerne sonst mal gemacht hat. Die sollen also nicht mehr möglich sein. Und was die Kommission deshalb in Rot uns reingewirkt hat nachträglich, ist auch, dass eine erstmalige oder tiefere Entwässerung in diesen Gebieten genehmigungspflichtig ist. Und die Genehmigung zu erlangen, das wird sehr schwierig sein. Da ist jetzt doch eine Wortmeldung. Genau, wir haben eine Wortmeldung und eine Frage nochmal zum Ackerstatus von Dirk Hansen. Der Wechsel zwischen Gras und Kleegras, ist der auch unschädlich für den Ackerstatus in den genannten Schutzgebieten? Also wir haben ein Problem, dass das Dauergrünlanderhaltungsgesetz den bisherigen Dauergrünlandbegriff nachgebildet hat. Und der müsste im Grunde genommen jetzt aktualisiert werden. Das Gesetz soll, das Dauergrünland, das Landesgesetz, soll im nächsten Jahr evaluiert werden. Und wir gehen davon aus, dass es man dann auch an den neuen Dauergrünland anpasst. Also ich würde mich in der Kulisse nicht darauf verlassen im Moment, dass der Wechsel von Gras zu Kleegras anerkannt wird. Das würde eben nur außerhalb der Landeskulisse erstmal gelten, weil wir noch nicht 1:1 den neuen Dauergrünlandbegriff haben im Landesgesetz. Also überhaupt in der Kulisse, da sollte man dann eher mit der gelben Frucht arbeiten, um dann die 5 Jahre zu unterbrechen. Die Vorsichtigen machen das ja sowieso. Dann haben wir eine Bitte um Sprecherlaubnis, die mag ich mal erteilen, mit dem Namen K.A. Was ist Ihre Frage? Oder sind Sie aus Versehen auf den Button gekommen? Hand heben. Sie müssten jetzt sprechen können, wenn Sie Mikro haben. Ja, da muss man draufklicken. Klick mal drauf. Geht nicht? Hast du? Ja, die Person muss den Ton mitschauen. Ja, aber du hast drauf den Button geklickt. Gut. Ja, dann hat sich 2 Teilnehmer heben die Hand. Jetzt kommt noch jemand anderes. Müsste eigentlich oben stehen. Nee. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Kommen zum Pufferstreifen an Gewässerläufen. Etwas, was bislang schon drin stand im Cross-Compliance, beziehungsweise ja, in Cross-Compliance. Aber es war eigentlich deshalb keine zusätzliche Belastung, weil das nur die üblichen Abstände nach Düngeverordnung waren, die einzuhalten waren. Jetzt hat das Parlament, das Europäische Parlament, dort hineingeschrieben, es muss ein 3-Meter-Streifen sein, ganz grundsätzlich, an allen Gewässern. Leider nicht nur an den Verbandsgewässern, sondern an allen Gewässern. Und zwar sind ausgenommen lediglich Parzellengräben und Grüppen. Also ganz genau ist die Definition so, dass Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung ausgenommen sind. Und das sind solche, die nur Flächen eines Eigentümers entwässern. Und das haben wir mal übersetzt oder auch das Ministerium übersetzt das gerne, dass praktisch die Parzellengräben und Grüppen, die werden nicht betroffen, aber alle anderen Gewässer, da muss der 3-Meter-Streifen eingehalten werden. Und da darf kein Pflanzenschutz und kein Dünger aufgebracht werden. Bestellt werden dürfen diese Flächen. Aber sie dürfen eben nicht gedüngt werden und nicht mit Pflanzenschutzmitteln bearbeitet werden. Erfreulicherweise will das Land aber, weil es anerkennt, dass wir sehr gewässerdichte Regionen haben im Lande, in gewässerdichten Regionen, das sind solche mit mindestens 40 Metern Gewässer pro Hektar, in den Gemeinden wird man den Abstand auf 1 Meter reduzieren.
Es wird dazu eine Liste geben in einer Landesverordnung von Gemeinden. Das heißt, Sie müssen dann genau gucken, wo Ihre Fläche im Gemeindegebiet liegt, in so einem Gemeindegebiet liegt, das in dieser Liste drin ist. Es wird dazu auch eine kartenmäßige Unterstützung geben. Da gibt es auch einen Entwurf, das zeige ich mal. Das ist jetzt an der Westküste. Und alles, was hier grün markiert ist an Gewässern in der Karte, dort gilt also der Meterabstand. Und der Meterabstand gilt aber auch in diesen grünen Gebieten nicht an berichtspflichtigen Gewässern nach der Wasserrahmenrichtlinie. Und das hat die Kommission dann auch noch verlangt, wenn die Fläche in der Nitratkulisse liegt. Dann gilt die Verringerung auf einen Meter leider auch nicht. Ist nicht ganz logisch, weil es bei der Nitratkulisse eigentlich um Grundwasser geht und nicht um Fließgewässer. Aber das wollte die Kommission so. Und Sie sehen hier also da, wo blau ist, gilt der 3 Meter Abstand. Und da, wo es grün ist, da gilt der Meterabstand. Und so ähnlich wird das dann auch für Sie nachzuschlagen sein im Umweltatlas beziehungsweise im dieser Feldblockfinder. Gut, erosionsgefährdete Flächen. Da ist es so, dass sich die Kulisse deutlich vergrößert. Gerade die Wassererosionskulisse auf 60.000 Hektar von 10.000 Hektar. Die Betroffenheit soll allerdings nicht besonders groß sein, sagt man uns, weil in dieser Kulisse nur 300 Hektar Mais liegen sollen oder 400 Hektar oder sowas und 12 Hektar Kartoffeln. Also das sind in der Regel schon Grünlandflächen. Hier einmal die Kulisse dazu, auch im Entwurf, wie sie wahrscheinlich aussehen wird für die Wasser- und Winderosionsgefährdung. Die Auflagen sind eigentlich so, wie Sie bisher sie kennen. Die stehen links, die Auflagen. In der Regel ist also das Pflügen eingeschränkt. Und auch hier plant das Land glücklicherweise Ausnahmen zu nutzen. Wenn quer zum Hang gepflügt wird, dann darf ich bei Karwasser 1 dann doch pflügen. Bei Karwasser 2 darf ich auch, wenn ich quer zum Hang pflüge, und dann brauche ich allerdings noch eine Begutachtung der Landwirtschaftskammer, dass besondere Erfordernisse des Pflanzenschutzes bestehen. Beispiel, nannte das Ministerium am Montag, waren Drahtwurmbekämpfung. Dann kann das dann auch erlaubt sein. Und bei K-Wind gibt es dann auch noch eine Ausnahme für Anbau unter Folie oder Vlies. Ich komme nachher noch darauf zurück. Wir haben alles Informationen nochmal in einem Infoblatt zusammengestellt auf unserer Internetseite im Mitgliederbereich. Und dort können Sie dann auch diese Auflagen noch genauer nachlesen. Aber die Auflagen ändern sich nicht im Wesentlichen und die Ausnahmen bleiben auch mit dem Quer zum Hangpflügen, vor allem bei Karwasser 1. Und es ist ohnehin nicht sehr viel Ackerland betroffen. Mindestbodenbedeckung, da galt ja eigentlich eine 100% Pflicht, aber es gab viele Landesausnahmen. Die Landesausnahmen wollte die Kommission nicht, die hat man jetzt auch gestrichen. Und dafür hat man den Standard an sich aber reduziert von 100% auf 80%. Das heißt, auf 20% Ihrer Flächen dürfen Sie auf jeden Fall eine Winterfurche machen. Auf 80% brauchen Sie eine Mindestbodenbedeckung im Winter vom 15. November an bis zum 15. Januar. Und jetzt können Sie sich erstmal entspannt zurücklegen. Das gilt in diesem Winter noch nicht, sondern das gilt erst im nächsten Herbst und Winter. Und bis dahin können Sie sich dann in Ruhe noch mit dieser Verpflichtung auseinandersetzen. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, es ist alles Mögliche inzwischen möglich. Alles, was rot ist, ist noch dazugekommen. Sie sehen daran, dass an dem ersten Roten, dass der Maisstoppel jetzt genügt. Also Maisstoppel ist eine ausreichende Mindestbodenbedeckung, wenn Sie die Maisstoppeln stehen lassen. Und auch Erntereste, wie zum Beispiel das Zuckerrübenblatt, würde genügen als Mulchauflage. Also das, wenn Sie Erntereste auf der Fläche lassen, das genügt auch. Und Sie können auch dann noch, was auch neu ist, Folie, Vlies oder Netz machen. Und eine mulchende, nicht wendende Bodenbearbeitung ist zulässig. Allerdings, wenn Sie Mais machen oder eine Mulchauflage, dann dürfen Sie keine Bodenbearbeitung machen. Also bei den beiden Arten der Mindestbodenbedeckung ist die Bodenbearbeitung eben gar nicht zulässig. Das bitte ich Sie zu beachten. Aber ich sage mal zusammengefasst, damit ist
eigentlich die Mindestbodenbedeckung schon ziemlich entschärft. Und wenn jetzt noch vielleicht ein paar Probleme bestehen, dann sind die auch noch gelöst, da kommen wir gleich zu. Zwischen vorgeformten Dämmen, das ist jetzt ganz egal, ob das ein Damm für Spargel ist oder für Kartoffeln oder für Möhren, da soll man eine Selbstbegrünung zulassen. Dürfen Sie also nicht schwarz machen dazwischen. Und bei Rebflächen, das haben wir weniger in Schleswig-Holstein, vielleicht vor allem im Kreis Pinneberg, da muss man zwischen den Reihen eine Selbstbegrünung zulassen, beziehungsweise eine vorhandene Begrünung muss stehen bleiben im Winter. Darf also auch nicht weggenommen werden dann. Und das ist jetzt die letzte Erleichterung noch bei der Mindestbodenbedeckung. Wenn man eine frühe Sommerkultur aussehen will im Folgejahr, das ist allerdings in Schleswig-Holstein wahrscheinlich nicht der Fall. Aber was uns betrifft, auf schweren Böden kann ich einen anderen Zeitraum wählen. Nämlich von der Ernte bis zum 1. Oktober mache ich dann die Mindestbodenbedeckung und darf nach dem 1. Oktober dann die Fläche bewirtschaften und pflügen. Das sind diese beiden Ausnahmen. Also Sommerkulturen ist fast alles außer Mais. Und die Sommerkultur muss aber bis zum 31. März ausgesät sein. Nur dann kann ich diese abweichende Frist 15. September bis 15. November nutzen. Betrifft Schleswig-Holstein sicherlich kaum oder nicht. Aber was uns interessiert, ist die zweite Ausnahme. Wenn ich auf dem schweren Boden wirtschafte, dann darf ich statt der Standardfrist 15. November, 15. Januar die Frist von der Ernte bis zum 1. Oktober wählen. Und das darf ich immer dann, wenn ich entweder mindestens 17% Tongehalt habe auf meiner Fläche oder wenn ich eins der folgenden Klassenzeichen habe. Und da sehen Sie schon an der langen Liste, da ist eigentlich alles drin, wo irgendwo Lehm oder Ton vorkommt. Die Flächen sind eigentlich raus. Ne? Da geht es also dann nach den Klassenzeichen. Dann kann ich diese abweichende Frist wählen. Und auf diesen Flächen darf ich dann eine Winterfurche machen. Und wir wissen ja zum Beispiel in der Alten Marsch, dass das auch erforderlich ist. Und nochmal den Dank ans Landwirtschaftsministerium, dass man auf Bundesebene und gegenüber der EU so dafür gekämpft hat, dass wir diese Ausnahme kriegen. Ja, Glötz 7, auch da könnten Sie denken, ich kann mich zurücklehnen, weil Sie haben vielleicht schon gehört, der Fruchtwechsel, der muss in 23 noch nicht eingehalten werden. Da ist er noch ausgesetzt, weil man die Versorgung verbessern will wegen der Ukraine, des Ukraine-Krieges. Und deswegen hat man den Fruchtwechsel für 2023 ausgesetzt. Ich warne Sie, davon zu sehr Gebrauch zu machen, von der Aussetzung des Fruchtwechsels. Ich hatte es auch mehrfach im Bauernblatt geschrieben. Ich erläutere Ihnen jetzt mal, warum. Also, ich muss im Grundsatz bedeutet Fruchtwechsel, dass ich einen Wechsel der Hauptkultur vornehmen muss. Was Hauptkultur ist, ist jetzt so definiert, das ist die Frucht, die vom 1. Juni bis zum 15. Juli, ich sage mal scherzhaft in den Sommerferien sozusagen, also in diesen 6 Sommerwochen am längsten auf der Fläche steht. Vom 1.6. bis 15.7. Das ist die Hauptkultur. Und die muss ich jährlich wechseln. Das ist der Grundsatz. Auch hier hat man aber die vielen Ausnahmen für die Länder gestrichen und hat dafür den Standard insgesamt erleichtert. Hier war auch an sich 100% Wechsel vorgesehen ursprünglich in Deutschland. Jetzt ist nur noch auf 66% ein Fruchtwechsel vorzunehmen. Auf 66% ihrer Ackerflächen. Und von diesen 66% dürfen Sie die Hälfte auch dadurch erbringen, dass Sie vom Vorjahr bis zum 15. Februar des Antragsjahres, also vom 14.10. spätestens des Vorjahres bis zum 15. Februar des Antragsjahres, entweder eine Zwischenfrucht anbauen oder eine Begrünung aus Untersaat entwickeln. Das ist die erste Pflicht, A, mit A bezeichnet hier. Und es gibt eine zweite Pflicht aus dem Fruchtwechsel, die besagt, auf allen Flächen, auf denen 2 Jahre lang die gleiche Hauptkultur stand, da müssen Sie auf jeden Fall einen Wechsel vornehmen. Das bedeutet auch, wenn Sie bei A den Wechsel der Hauptkultur ersetzt haben durch den Zwischenfruchtanbau oder eine Begrünung aus Untersaat, dass Sie dann im Folgejahr auf jeden Fall die Hauptkultur wechseln müssen.
Der Wechsel nach B wird auf die 66% angerechnet. Das heißt, wenn Sie jetzt im 2024, da müssen Sie den Fruchtwechsel erstmalig machen, sich Ihre Flächen angucken. Dann müssen Sie Ihr Ackerland nehmen und müssen erstmal gucken. Und deswegen drehe ich das jetzt mal um. Ich würde nämlich erst diese Pflicht B prüfen. Müssen Sie erstmal gucken in Ihrem Betrieb, wo habe ich 2 Jahre lang die gleiche Hauptkultur gehabt? Also 2022, 2023, wenn ich da 2 Jahre hintereinander Mais hatte, egal ob dazwischen eine Zwischenfrucht war oder eine Begrünung aus Untersaat, das ist dann egal. Wenn Sie da 2 Jahre lang, 22 und 23, jeweils Mais angebaut haben auf derselben Fläche, dann müssen Sie in 24 wechseln. So, und das ist das, was ich eben sagte, es ist gefährlich, sich bei dieser Pflicht zurückzulehnen und sagen, tritt ja erst 24 in Kraft. Denn wenn Sie jetzt im nächsten Jahr wieder überall Mais bauen, wo Sie im Jahr 22 schon Mais hatten, in diesem Jahr Mais hatten, in 23 überall wieder Mais bauen, dann müssen Sie in 24 eine andere Hauptkultur bauen. Das kann zwar auch eine Mischkultur mit Mais sein, aber bitte bedenken, Sie müssen dann überall eine andere Hauptkultur haben. Und so müssen Sie im Grunde genommen jedes Jahr ab 24 vorgehen. Sie müssen sich Ihr Ackerland angucken, müssen gucken, wo habe ich 2 Jahre die gleiche Frucht gehabt. Da müssen Sie dann auf jeden Fall eine andere Hauptkultur machen. Und die zweite Pflicht ist, Sie müssen dann außerdem mindestens auf 66% des Ackerlandes einen Wechsel der Hauptkultur haben, wovon die Hälfte dann aber auch durch eine Zwischenfrucht oder Begrünung aus Untersaat erfolgen kann. Es sind einige Dinge ausgenommen. Die Ökobetriebe müssen den Fruchtwechsel nicht einhalten. Das ist eigentlich nicht unbedingt begründet, weil die haben in der Regel schon eine hohe Fruchtfolge. Die hätten das eigentlich auch erfüllen können. Aber man hat sie deswegen ausgenommen. So, und dann fallen mehrjährige Kulturen raus. Brache fällt raus. Da brauche ich auch keinen Fruchtwechsel. Gräser und Grünfutter fallen raus. Kleegras und Luzerne. Und das war als Landesausnahme vorgesehen, gilt jetzt bundesweit generell und jedes Jahr. Wenn ich Maissaatgut erzeuge auf einer Fläche, brauche ich keinen Fruchtwechsel machen. Wenn ich Tabak anbaue oder wenn ich Roggen in Selbstfolge baue, brauche ich auch keinen Fruchtwechsel. Als Fruchtwechsel gilt auch die Zweitkultur nicht mehr. Das ist rausgefallen. Die Zweitkultur gibt es gar nicht mehr als Fruchtwechsel. Aber ich hatte es eben schon gesagt, wenn ich zwischen einer Reinkultur und einer Mischkultur wechsle, dann gilt das als Fruchtwechsel. Aber vorsichtig, bei der Mischkultur muss die zweite Kultur, ich sage jetzt meinetwegen mal Mais-Stangenbohnen, muss dann mindestens 25% im Feldaufgang vorhanden sein. Sie müssen dann also mindestens 25% Stangenbohnen auf der Fläche tatsächlich haben. Es reicht nicht, dass Sie 25% Saatgut eingesetzt haben, Stangenbohnen. Das muss tatsächlich vorhanden sein. Und was auch noch reingekommen ist im letzten Moment durch den Bundesrat, wenn Sie beetweise Gemüse anbauen, Küchenkräuter, Heilgewürz oder Zierpflanzen, das hängt auch damit zusammen, dass da auf eine Sammelkodierung genommen wird. Wenn Sie das machen, dann gilt das auch als Fruchtwechsel, dieser beetweise Anbau dieser besonderen Kulturen. Und man hat dann auch noch an die Versuchsbetriebe gedacht und die Universitäten und die Landwirtschaftskammern und hat gesagt, wer verschiedene Kulturen im Versuchsanbau anbaut, der ist auch vom Fruchtwechsel ausgenommen, beziehungsweise es gilt als Fruchtwechsel. So, nochmal zur Erläuterung, was sind mehrjährige Kulturen? Das sind Erdbeeren, Gräser und Grünfutter, das ist auch Saatgut und Rollrasen und Kleegras und Luzerne, da zählen auch die Mischungen dazu, wenn in diesen Mischungen Leguminosen überwiegen. Mehr wollte ich zum Fruchtwechsel Ihnen nicht sagen. Also Sie müssen sich eigentlich nur diese beiden Pflichten merken. Und vielleicht noch etwas Drittes müssen Sie sich merken, da wo Sie von der Ausnahme Gebrauch machen, zum Beispiel wo Sie Roggen nach Roggen bauen, die Fläche zählt dann für die 66% nicht mit. Die ist noch nicht mal in der Grundgesamtheit drin. Also auf die bezieht sich diese Prozentzahl 66% dann gar nicht, sondern die sind außen vor, die Ausnahmeflächen. Das müssen Sie als Drittes noch bedenken. Aber eigentlich müssen Sie sich nur diese beiden Pflichten merken. Und im Ergebnis können wir Ihnen auch sagen, wir haben uns das mal durchgespielt mit verschiedenen Fruchtfolgen, ein Ackerbaubetrieb
an der Westküste oder in Ostholstein mit der klassischen Fruchtfolge, Raps, Weizen, Gerste, der wird das in der Regel erfüllen können und der wird in der Regel jedes Jahr 2/3 Fruchtwechsel haben müssen. Da muss er eben ein bisschen aufpassen, also Wechsel der Hauptkultur. Der wird auf 66% tatsächlich den Wechsel der Hauptkultur haben müssen. Der Milchvieh-Futterbaubetrieb, der diese Möglichkeit mit dem Zwischenfruchtanbau nutzen kann oder Begrünung aus Untersaat, der kommt in einem Jahr auch mal mit 33% aus, wo er dann nur 33% Fruchtwechsel, also Wechsel der Hauptkultur braucht. Aber er muss auch immer an die Pflicht B denken, ne? Dass er die auch erfüllt. Gut. Es gibt noch eine Ausnahme, eine weitere Ausnahme. Doch, die 20, da kommt die Frage im Chat, ob es keine 20-Hektar-Grenze oder 75-Hektar-Grenze mehr gibt. 20 Hektar nicht, aber 10 Hektar. Also bis zu 10 Hektar Ackerfläche brauche ich keinen Fruchtwechsel zu machen und ich muss auch nicht stilllegen. Das kommt gleich, gehört zur 8. Stilllegung. Und wenn ich mehr als 75% auf meiner Ackerfläche Gras, Grünfutter, Brachen, Leguminosen oder eine Kombi davon habe, dann bin ich auch raus aus dem Fruchtwechsel, brauche ich nicht zu machen. Oder wenn mehr als 75% der Beihilfefläche mit Dauergrünland, Gras, Grünfutter, also da geht es dann um die Betriebsfläche, und eine Kombi davon bebaut ist, dann bin ich auch raus. Allerdings beim Fruchtwechsel bin ich nur dann raus, wenn meine Restfläche, nicht, meine übrige Ackerfläche nicht mehr als 50 Hektar ausmacht. Ich sage jetzt mal im Milchviehfutterbaubetrieb, das Maisland darf dann eben nicht mehr als 50 Hektar ausmachen. Das trifft ja dann nur auf einige Betriebe zu. So, kommen wir mal zu Glötz 8. Da gilt also auch die Ausnahme da im grünen Kasten, die da oben steht, ohne den gelben Zusatz. Ich muss also auf meinem Ackerland, Bruttoackerfläche einschließlich Landschaftselemente, muss ich 4% Brache machen. Zu den Landschaftselementen, das habe ich hier mal informatorisch dazu geschrieben, weil es sonst nirgends gepasst hätte, werden auch die Gräben wiederkommen bis 6 Meter Breite. Die werden wieder als Landschaftselemente zählen. Es geht aber nur um die Landschaftselemente an oder auf Acker, also auch nur um die Gräben am Acker. Also dafür gibt es dann aber auch Prämien, ne, für die Grabenfläche, wenn Sie den Graben in Ihrer Verfügungsgewalt haben, wohlgemerkt. Sie müssen entweder Eigentümer sein oder mitgepachtet haben, ne, dann können Sie dafür auch die Prämie bekommen. Die Mindestparzellengröße, bitte ich unbedingt zu beachten, sind 1000 Quadratmeter, 0,1 Hektar. Da müssen Sie insbesondere bei Randstreifen aufpassen. Wenn Randstreifen auf einem Schlag weniger als diese 1000 Quadratmeter ausmachen, dann zählen sie nicht mit. Das heißt, solche Randstreifen müssten Sie gegebenenfalls größer machen, damit sie über die 1000 Quadratmeter rüberkommen, damit die anerkannt werden können. So, die Mindestgröße gilt nicht für die Landschaftselemente, aber bei den Landschaftselementen haben wir keine Faktoren mehr. Das heißt, der Knick zählt ja bislang doppelt mit der Fläche. Das ist Geschichte. Diese Faktoren, die Landschaftselemente zählen nur noch mit ihrer einfachen Fläche. So, das ist dort verboten. Sie dürfen dort keine Bodenbearbeitung machen. Sie dürfen nicht düngen und keine Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und bitte denken Sie dran, mähen oder mulchen dürfen Sie auch in der Zeit vom 1. April bis zum 1. September nicht. Sie dürfen machen eine Selbstbegrünung und was wir nun zurückgewonnen haben, ist die aktive Begrünung. Die dürfen Sie machen auf diesen Stilllegungsflächen, auf dieser Brache, allerdings nicht in Reinsaat. Bislang ist noch unklar, ab wann eine Saat keine Reinsaat mehr ist. Wenn Sie mich fragen, würden schon 5% reichen, aber das Ministerium in Kiel hat sich da noch nicht festgelegt. Da stimmt man sich wohl auf Bundesebene noch ab. Aber in der Verordnung steht, es darf nicht rein sortig ausgesät oder rein eine Reinsaat erfolgen. Ich darf für diese aktive Begrünung auch eine Bodenbearbeitung machen, klar. Es ist nicht ganz klar, wann ich die machen darf. Ob ich die auch noch im Antragsjahr machen darf oder ob ich das im Vorjahr machen muss. Die Frage wird noch geklärt, bis wann ich die Bodenbearbeitung machen darf. Wir sind der Meinung und auch die Bitte, ich habe gesehen, Frau Stegemann ist auch in der Konferenz, die Bitte an das Kieler Ministerium, sich doch dafür einzusetzen, dass wir das auch im Frühjahr noch machen dürfen, weil wir glauben, dass es immer noch mal nötig wird,
die Stilllegungsfläche anzupassen. Und dann wäre es gut, wenn man da noch aktiv begrünen dürfte im Frühjahr. Meinetwegen im frühen Frühjahr, aber das wäre gut. Sie dürfen auf die Fläche wieder rauf mit Schafen und Ziegen oder für die Bearbeitung für eine Ernte ab Folgejahr, ab dem 1. September, früher nicht. Allerdings, wenn Sie Wintergerste oder Winterraps bestellen, dann dürfen Sie schon ab dem 15. August mit der Bearbeitung anfangen. Platz 9, das kannten wir auch bisher, allerdings nur in FFH-Gebieten, dass dort das Dauergrünland besonders geschützt ist. Leider hat man das jetzt auf die Vogelschutzgebiete noch ausgedehnt, also da darf ich Dauergrünland weder pflügen noch zu Acker umwandeln. Bitte beachten. Soziale Konditionalität, wie gesagt, Arbeitsschutzvorschriften sollen dann auch geprüft werden. Da haben wir noch 2 Jahre Zeit. Also das kommt erst 25, ist auch durchs Europaparlament reingekommen, ist für mich ein Fremdkörper, aber gut, müssen wir sehen, was wir draus machen nachher. Was wir geschafft haben als Verband ist, dass wir, wo wir lange für gekämpft haben, dass die Kennzeichnung und Registrierung von Schweinen, Rindern, Schafen und Ziegen nicht mehr in der Konditionalität steht. Sie müssen es noch machen, weil es Ordnungsrecht ist. Und es kann auch ein Bußgeld geben, wenn Sie es nicht einhalten, wenn Sie also eine Kuh nicht gekennzeichnet haben oder das Kalb zu spät angemeldet haben, ist das Bußgeld bewährt. Aber es gibt keine Kürzung der Prämien mehr. Und da hatten wir ja die Probleme, dass viele Betriebe, weil Ohrmarkenverlust ist immer nicht immer zu vermeiden oder dass eine Meldung mal zu spät kommt, ist nachher nicht mehr zu vermeiden. Und trotz einer Bagatellschwelle und allem gab es da immer wieder Kürzungen. Und das ist jetzt vorbei. Also es ist nicht mehr konditionalitätsrelevant, auch wenn es noch Ordnungsrecht ist. Gut. Jetzt noch einmal eine Nachbetrachtung, was Sie ja sicher schon mitbekommen haben. Um die Versorgungslage zu verbessern, hat man sich in Europa entschieden, in der EU Fruchtwechsel und Stilllegung auszusetzen, beziehungsweise den Mitgliedstaaten das zu erlauben. Deutschland macht man davon Gebrauch. Zu der Stilllegungsfrage, die da jetzt im Chat ist, kommen wir gleich. Davon macht man in Deutschland Gebrauch. Erst im Jahr hat er sich erst ein bisschen geziert, hat gesagt, wir prüfen das. Und dann hat er gesagt, wir machen es. Und zwar hat den Fruchtwechsel auszusetzen, da war er von Anfang an dafür. Ich bitte aber nochmal, wie gesagt, zu bedenken, wenn Sie 22 und 23 die gleiche Hauptkultur angebaut haben, dann müssen Sie 24 zwingend die Hauptkultur wechseln. Bei der Stilllegung ist es noch ein bisschen komplizierter. Genau genommen ist die Stilllegung nicht ausgesetzt, sondern so wie es hier steht, Sie können die Stilllegung jetzt auch mit Getreide, Sonnenblumen und Leguminosen erfüllen. Es geht allerdings nicht mit Maisanbau und nicht mit Sojaanbau. Das sind EU-Vorgaben. Also da ist nicht alles Herr Özdemir schuld, sondern das wollte die Europäische Union schon nicht. Dies bedeutet, Sie können nicht im nächsten Jahr 100% Mais und Gras auf der Ackerfläche haben, weil dann hätten Sie die Stilllegung nicht erfüllt, die 4%, und würden Abzug kriegen. Sie müssten also mindestens 4% Getreide bauen. Landschaftselemente zählen auch, aber Sie müssen mindestens 4% Getreide bauen, Sonnenblumen anbauen oder Leguminosen. Oder Sie müssen doch eben die Brache erfüllen. Zweite Voraussetzung. Und das hat Herr Özdemir von Anfang an gesagt. Manche meinten, man kann es geschickt umgehen, aber man hat es in der Verordnung nachher wasserdicht geregelt, dass Flächen, die 21 und 22, also in beiden Jahren, als Brache beantragt waren, die müssen erhalten bleiben. Das betrifft also die Brache im Rahmen der ökologischen Vorrangflächen und es betrifft auch sonstige Brache, aber nicht. Das ist die einzige Ausnahme, wenn Sie eine Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme hatten aus der zweiten Säule und mussten da Flächen brach liegen lassen. Und diese Bracheverpflichtung läuft in diesem Jahr aus, in 2022. Die brauchen Sie nicht fortzusetzen. Aber alle anderen Brachen müssen auch in 2023 erhalten bleiben, damit Sie von der Aussetzung Gebrauch machen können. Das heißt, die Stilllegung durch Getreide, Sonnenblumen oder Leguminosen erfüllen können. Das ist bitter, aber das ist so und
aus Biodiversitätsschutzgründen hat man das so vorgesehen. Was Sie auch bedenken müssen, wenn Sie das Eco-Scheme, wir kommen ja noch dazu, da gibt es ja eine Aufstockungsbrache auf die 4% obendrauf. Wenn Sie davon Gebrauch machen wollen und wollen dieses Eco-Scheme nutzen, dass Sie mehr Brache machen als 4%, dann bleibt der bisherige Ausgangspunkt erhalten. Das heißt, wenn Sie auch nur 1% Eco-Scheme, das ist ja das Mindeste, was Sie machen müssen, 1% Eco-Scheme-Stilllegung machen wollen für diese 1300 Euro, die es da geben soll, wir kommen ja noch dazu, dann müssen Sie weiterhin 5% insgesamt stilllegen, obwohl die Stilllegungsverpflichtung ausgesetzt ist. Sonst kommen Sie an die Eco-Scheme-Prämie nicht ran. Das noch als Ergänzung. So, jetzt hatten wir eine Frage. Ja, Martin Carstens fragt, ob man die 4% Brache als Fußwände oder als Vorgewände für die anliegende Ackerfläche nutzen darf. Also dazu gibt es eine Antwort, die besagt, dass das nicht geht, also dass man das Vorgewände jetzt als Stilllegungsfläche deklariert, weil dort zu häufige Überfahrten stattfinden. So wird wahrscheinlich die Auslegung sein. Das ist das, was ich von Bundesebene gehört habe. Das wäre ein bisschen tricky, wenn man das Vorgewände dann überall zur Stilllegung macht. Das soll nicht gehen wegen der dort zu häufig stattfindenden Überfahrten. Aber da gibt es noch Fragen. Also es wird noch von Bundeslandwirtschaftsministerium eine Informationsbroschüre geben und es wird auch einen Fragen- und Antwortenkatalog geben. Und da wird die Antwort dann auch nochmal verbindlich kommen. Aber das ist die vorläufige Antwort, die wir da bekommen haben. Kommen wir mal dazu, was Deutschland so macht. In der Umsetzung dieser ersten Folie, wenn Sie sich erinnern, was man jetzt machen muss. Eco-Schemes 25% habe ich da hingeschrieben. Das ist ein bisschen vereinfacht betrachtet, weil das ist ja das, was wir mindestens machen müssen. Deutschland macht genau genommen nur 23% der Mittel der ersten Säule, weil man sich, wenn man viel Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen in der zweiten Säule macht, kann man aus der zweiten Säule sich 2% anrechnen lassen. Davon macht Deutschland Gebrauch. Und deswegen nehmen wir 23% der Mittel aus der ersten Säule. Das sind aber immerhin gut 1 Milliarde Euro, die da reingehen in die Eco-Schemes. Die Junglandwirteprämie ist umgerechnet 3%. Das ist im Barbetrag ausgedrückt, aber es sind 3%. Und die steigt jetzt also enorm auf 134 Euro. So ist die Schätzung. Das sind alles noch Orientierungswerte. Die endgültigen Zahlen wissen wir erst in einem Jahr. Und die gibt es jetzt nicht nur für, ich glaube, 90 Hektar waren es bisher, es gibt es sogar für 120 Hektar. Aber die Europäische Union verlangt jetzt eine berufliche Qualifikation oder Berufserfahrung. Gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Wann komme ich an die neue Junglandwirteprämie ran? Ich muss beim Erstantrag, darf ich nicht älter als 40 Jahre sein. Das heißt, im Jahr des Erstantrages darf ich nicht älter als 40 Jahre werden. Also wer in 23 nicht älter als 40 Jahre wird, der ist als Junglandwirt tauglich. Ist doch erfreulich, dass man so lange noch als jung gilt. Und man darf noch keine 5 Jahre als Landwirt tätig sein. Ist eine Qualifikation erforderlich, und zwar in 3 Varianten. Entweder ich muss eine Berufsausbildung im Bereich der Landwirtschaft haben. Das sind die 14 grünen Berufe, die wir kennen, einschließlich Fischwirt und anderen Dingen. Mag ein bisschen seltsam vorkommen, aber das sind die 14 grünen Berufe. Und das Bundeslandwirtschaftsministerium sagt auch, diese Liste ist abschließend. Das heißt, ein Tierwirt zum Beispiel, ist einer der 14 Berufe, ein Tierwirt, der könnte die Junglandwirteprämie kriegen. Ein Tierarzt nicht, weil er nicht in dieser Liste steht. Ob das durchsteht vor den Gerichten, weiß ich nicht, aber so ist im Moment die Auslegung. Wenn ich die Berufsausbildung nicht habe, es sind nicht nur die 14 grünen Berufe, jetzt habe ich leider die Studierenden unterschlagen. Also ein Abschluss an der Fachhochschule oder an der Universität in Landwirtschaft ist auch anerkannt. Also nicht nur die 14 grünen Berufe, aber Landwirtschaftsstudium, FH oder Uni zählt auch. Eine Betriebsleiterschulung mit mindestens 300 Stunden, das gibt es in Schleswig-Holstein nicht. Das sind so Nebenerwerbslandwirtskurse. Das Nebenerwerbslandwirt, also Quereinsteiger in die Landwirtschaft, die können bei manchen kann man
glaube, in Niedersachsen gibt es sowas oder Nordrhein-Westfalen, da kann man so einen Kurs mit machen, um Landwirtschaft in der Schnellverfahren zu lernen. Wenn ich das gemacht habe mit mindestens 300 Stunden, dann bin ich auch qualifiziert. Oder wenn alle Stricke reißen, dann gibt es noch die Möglichkeit der Berufserfahrung. Allerdings nicht als Selbstständiger, das ist das Problem. Nur dort, wo Sie abhängig tätig waren, dort zählt das mit. Und das muss auch im gewissen Mindestumfang sein, was zu belegen ist. Sie müssen da mindestens 2 Jahre Arbeitnehmer gewesen sein mit mindestens 15 Wochenstunden oder mitarbeitender Familienangehöriger mit Krankenversicherungspflicht. Das läuft auf eine ähnliche Wochenstundenzahl raus. Oder Sie müssen Gesellschafter sein, einer GbR-Mitgesellschafter, also nicht alleiniger Gesellschafter, geht auch nicht bei der GbR, aber Mitgesellschafter mit mindestens 15 Wochenstunden. Also der selbstständige Landwirt, die Jahre zählen nicht, weil man sagt, wir wollen, dass der eine gewisse Anleitung bekommt, sozusagen, in diesem und in einem Abhängigkeitsverhältnis sozusagen steht. Bezugsdauer 5 Jahre ab Erstantrag. Man kann die Junglandwirteprämie nur einmal beziehen. Also wenn ich die alte Junglandwirteprämie schon für 5 Jahre bekommen habe, kann ich sie jetzt nicht nochmal beantragen. Aber falls ich die 5 Jahre noch nicht ausgeschöpft habe, dann kriege ich jetzt ab 23 die neue Junglandwirteprämie. Und nach meinem Wissen auch, wenn Sie die berufliche Qualifikation nicht erfüllen, da haben Sie sozusagen Bestandsschutz. Da brauchen Sie die Qualifikation nicht zu haben. Gehen wir mal weiter. Der Rückfall in gekoppelte Tierprämien, weil es gibt nämlich gute Wiederkäuer. Gute Wiederkäuer sind Mutterkühe, die kriegen eine Prämie. Mutterschafe und Mutterziegen sind auch gute Wiederkäuer. Die kriegen 35 Euro pro Kopf. Die Voraussetzungen dafür sind, ich muss mindestens 3 Mutterkühe halten oder mindestens 6 Mutterschafe oder Mutterziegen. Eine Obergrenze gibt es nicht. Förderfähig sind alle Tiere. Bei der Mutterkuh ist es mindestens eine gemeldete Kalbung. Aus meiner Sicht kann das auch eine abgemolkene Kuh sein. Ich komme gleich noch dazu. Eine Einschränkung gibt es da noch. Und Mutterschafe, Mutterziegen müssen ein bestimmtes Alterserfordernis erfüllen. In den Altersklassen 10 bis 18 Monate oder ab 19 Monaten müssen sie sich befinden. Und am 1. Januar, jetzt im nächsten Jahr, also ab 1. Januar, am 1. Januar 2023 müssen sie mindestens 10 Monate alt sein. Die Schafhalter im Lande sind da auch schon angeschrieben worden. Das Kieler Ministerium sagt, wir können das eigentlich nur kontrollieren, wenn diese Betriebe eine eigenständige Hitmeldung machen zum 1. Januar und nicht nur die an den Tierseuchenfonds, wie das wohl bisher lief. Und zum Zweiten müsste man auch ein Einzeltierkataster führen, eine Einzeltierliste als Excel-Liste, damit, und die muss mit eingereicht werden, so ist jedenfalls unsere Information, damit ich diese Prämie bekommen kann. Das steht so nicht in den Bedingungen drin, aber das leitet sich dann aus dem Kontrollrecht sozusagen ab. Die Schafbetriebe müssen da aufpassen, dass sie das einhalten. Der Haltungszeitraum ist auf den 15. Mai bis 15. August beschränkt. Und hier gilt natürlich wiederum, auch wenn es nicht konditionalitätsrelevant ist, die Tiere müssen registriert und gekennzeichnet sein nach dem Tierseuchenrecht, wie das so vorgeschrieben ist. Und jetzt kommen wir zu den bösen Wiederkäuern. Milchkühe sind böse Wiederkäuer. Die können also die Mutterkuhprämie nicht bekommen. Und nicht nur das. Wenn ein Betrieb Mutterkühe hat, dann kriegt er die Prämie nicht, wenn er aus dem Betrieb eigene Kuhmilch oder eigene Kuhmilcherzeugnisse abgibt. Also ein Milchviehhalter kann für seine Mutterkühe die Prämie nicht bekommen. Aber wenn der Milchviehhalter seine abgemolkenen Kühe verkauft an einen anderen Betrieb, dann, ich weiß nicht, ob Frau Stegemann das anders sieht, dann sind das aus meiner Sicht, haben die mindestens eine Kalbung. Und wenn dieser andere Betrieb keine Milch abgibt, dann müsste er eigentlich die Prämie bekommen können, wenn er sie in dem Haltungszeitraum 15. Mai bis 15. August hält. Spannend, aber scheint so zu sein. Gehen wir mal weiter. Die Umverteilungsprämie, hatte ich Ihnen gesagt. Hat er eine Frage noch?
Ja, gut. Zwei Fragen. Einmal, jetzt muss ich gucken, welchen Anteil muss der Junglandwirt in der GbR haben? Mindestens 51%. Ja, also zum Junglandwirt gilt die bisherige Regelung, wonach nichts gegen ihn entschieden werden darf. Also eine GbR, in der ein Junglandwirt drin ist, diese GbR kann die Junglandwirteprämie beantragen, aber entweder muss der 51% Anteil haben, der Junglandwirt, oder zumindest eine Entscheidung, was Finanzen und diese Dinge angeht. Also es darf nichts gegen ihn entschieden werden können, ne? Damit er also einen entscheidenden Einfluss behält. Zweite Frage. Ja, dann noch einmal, damit wir es abschließen, zurück zu den Brachen. Können ÖVF-Brachen aus 2021 und 2022, die Vertragsnaturschutzbrachen sind, können diese Brachen Vertragsnaturschutzbrachen sein, ohne dass die Glötz-Vorgaben gefährdet werden? Frage verstehe ich nicht. Ich gucke, kann ich mir die Frage machen. Können ÖVF-Brachen aus 2021, 2022? Ich verstehe die Frage nicht. Also aus meiner Sicht müssten die erhalten bleiben. Es sei denn, diese Vertragsnaturschutzregelung läuft 22 aus, dann müssen sie nicht erhalten bleiben. Und dann kann ich, wenn ich sie erhalte, beziehungsweise wenn sie nicht erhalten werden müssen, dann kann ich an der Aussetzung teilhaben. Ja, Milchkühe und Mutterschafe, das ist offensichtlich kein Problem. Also so böse ist die Milchkuh dann nicht, dass sie die Mutterschafprämie verhindert. Sie verhindert aber die Mutterkuhprämie, wenn sie in demselben Betrieb ist. Ja? Wenn man die Trocknen auf einem anderen Betrieb hält, könnte man da ja die Förderung für bekommen. Das scheint so zu sein, Herr Ketels. Ist die Frage hier, wenn man die Trockensteher auf einem anderen Betrieb hält, könnte man ja die Förderung dafür bekommen. Es scheint so zu sein, nach den objektiven Voraussetzungen. Es kann natürlich aber auch sein, dass man da noch eine Regel davor schiebt, weil man sagt, das ist eine Umgehung. Ne? Aber weil der Betrieb muss ja wirklich dann in den anderen Betrieb integriert werden, der Trockensteher muss dort auch gemeldet werden. Und da ist die Frage, ob das eine Umgehung ist. Ne? Da müssen wir immer bedenken. So, Umverteilungsprämie, 12%. 70 Euro für die ersten 40 Hektar, das war das, wo ich vorhin nach suchte, und 40 Euro für die weiteren 20 Hektar. Keine Kappung, keine Degression, kommt nicht. Haben wir auch glücklicherweise verhindern können, zusammen mit der Bundesregierung, die wollte das auch nicht, glaube ich. Dafür ist die Umverteilung aber so hoch geworden. So, und jetzt kommt etwas, was die Länderagrarminister, die grünen Länderagrarminister vor allen Dingen wollten. Die wollten viel Geld in der zweiten Säule haben, vor allen Dingen, um den Ökolandbau zu fördern. Und deswegen haben die in den Verhandlungen mit der Bundesregierung, das war noch zu Frau Klöckners Zeiten, letzten Sommer sogar schon, hat man, also Sommer 21, hat man diese relativ hohen Umverteilungen umgesetzt. Auf 27 konnte man sich nicht mal einigen und da hat man es offen gelassen. Aber die Umverteilung, also die Umschichtung in die zweite Säule steigt auf bis 15%. So, und all das, was hier oben steht, deswegen habe ich die Folie nochmal mitgenommen, ne? Diese ganzen Prozentzahlen hier oben und diese Umschichtung, das alles geht natürlich ab vom Budget der ersten Säule und nur noch aus dem Rest errechnet sich die Basisprämie. Und jetzt verstehen Sie wahrscheinlich, warum die Basisprämie nur noch bei 150 Euro liegt etwa. Sie sinkt dann im Zeitverlauf, weil wir nochmal Geld abgeben an Osteuropa und Baltikum, weil die weniger Prämien haben. Es findet keine Vollangleichung statt, aber wir müssen noch mal was abgeben. Deswegen sinkt sie dann im Zeitverlauf, die Basisprämie. So, das sind alles Orientierungswerte. Die endgültigen Zahlen wissen wir erst in einem Jahr. Das kann sich also verschieben. Gucken wir uns das mal an. Ich hatte am Anfang ja schon mal so einen Vergleich heute und künftig. Das sind so die Hektar-Durchschnittswerte, wie wir sie heute haben, 22 in circa Zahlen. Also hier sind die 270 Euro bei 100 Hektar. Merken wir uns die mal, beziehungsweise sie bleiben ja auch stehen. Und wenn wir jetzt, sicher ist jetzt ja nur Basis- und Umverteilungsprämie, und dann bin ich eben nur noch bei 100
90 Euro fehlen mir fast 80 Euro. Und nachher, je größer der Betrieb wird, werden es also fast 90 Euro, die mir nachher fehlen, pro Hektar. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Geld abgezweigt ist für die Eco-Schemes. Und zwar, wenn man das Volumen der Eco-Schemes in Deutschland umlegen würde auf jeden Hektar in Deutschland, ergäbe das 65 Euro bei Gleichverteilung in Deutschland. Das heißt, diese 65 Euro, die fehlen mir im Grunde genommen. Die Prämie ist also schon auch absolut geringer geworden, aber die 65 fehlen mir. Ich muss also gucken als Betrieb, kann ich mir über Eco-Schemes sozusagen noch Geld wiederholen? Kann ich da noch Geld kriegen? Das sieht leider nicht so ganz toll aus. Jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Eco-Schemes, die es gibt. Also, Sie können die 4% Pflichtstilllegung aufstocken. Sie müssen mindestens 1% machen. Also, dann sind Sie bei 5%. Das gilt auch im nächsten Jahr, hatte ich schon gesagt. Also 5% mindestens haben insgesamt in Betriebsstilllegung. Dann bekommen Sie, können Sie an dieser 1a Ökoregelung 1a teilnehmen. Dann können Sie Blühstreifen oder Blühflächen anlegen, entweder auf diesen Stilllegungsflächen nach A, ja, das sehen Sie hier, oder auf Dauerkulturen. Da gibt es dann auch gewisse Vorgaben, Mindestgröße. Und wenn es Blühstreifen sind, dann müssen Sie mindestens 20 Meter auf der überwiegenden Länge ausmachen. Und ich darf aber höchstens 20 Meter auf der überwiegenden Länge ausmachen. Und die Fläche darf maximal 1 Hektar groß sein. Man will diese nicht zu groß haben, diese Flächen. Es gibt noch viel mehr Details dazu. Das steht alles in dem Infoblatt, was Sie bei uns auf der Internetseite finden. Ich beschränke mich mal hier auf die groben Regelungen, sonst kommen wir zeitlich nicht durch. Altgrasstreifen oder Altgrasflächen, das können Sie also auf Dauergrünland machen. Sehen Sie hier, dass es auf Dauergrünland geht. Auch dort, Entschuldigung, da steht Max, das muss natürlich mindestens 1% heißen, gilt mindestens 1% der Fläche, man findet immer doch noch wieder Fehler auf den Folien, und maximal 6%. Entschuldigung, ich muss mich da oben auch korrigieren, das habe ich auch noch nicht korrigiert, die maximal 6% sind hier gestrichen. Sie dürfen auch mehr machen als die 6%, aber Sie kriegen nur für 6% Geld. Das muss klar sein. Also Sie können auch vorhalten, indem Sie mehr als die 6% Aufstockungsbrache machen, aber es gibt nur für 6% Geld. Und hier müssen es auch mindestens 1% sein, Altgrasflächen. Und auf einer Fläche muss es 20% einer Fläche sein. Das ist auch wichtig. Beziehungsweise wir gucken da gleich nochmal genau rein in die Regelung. So, vielfältige Kulturen, mindestens 5. Die Brache zählt nicht. Und die Mindestfläche einer Kultur muss 10% sein. Sie können mehrere kleine Kulturen aufaddieren, aber damit es eine wird. Aber insgesamt müssen Sie dann 5 verschiedene Kulturen haben. Maximal darf eine Kultur 30% ausmachen von Ihrem Ackerland. Beibehaltung Agroforst ist auch eine Förderung. Extensivierung Dauergrünland mit einer relativ strengen Extensivierung mit maximal 1,4 Raubfutter fressenden Großvieheinheiten pro Hektar auf dem Dauergrünland, nicht mal auf der Betriebsfläche. Einzelflächenextensivierung, da müssen Sie mindestens 4 regionale Kennarten nachweisen aus einem Katalog. Finden Sie auch bei uns auf der Internetseite den Katalog. Wenn Sie das auf Ihrem Dauergrünland auf einer Einzelfläche haben, können Sie es beantragen. Sie müssen es nachher fotografieren, um den Nachweis zu führen. Da wird es auch noch eine App dazu geben, um diesen Nachweis dann führen zu können. Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, das geht auf Ackerland und auch bei Dauerkulturen. Da gibt es 2 verschiedene Fristen, und zwar einmal, gucken wir uns gleich nochmal an, kommt auf der nächsten Folie nochmal, die erste Frist gilt sozusagen für Ackerfrüchte und die zweite Frist gilt für Gras, Grünfutter und Leguminosen. Also Ackerfutter, da gilt dann diese zweite Frist. Und die erste Frist ist für die Sommerkulturen, dazu kommen wir gleich, welche sich dahinter verbergen. Es gibt auch wieder eine Natura 2000 Prämie, aber die wird deutlich geringer. So zunächst mal zum Grundsetting. Was man vielleicht nochmal sagen muss, Ökoregelungen sind grundsätzlich jährliche Maßnahmen. Erste Aussage.
Zweite Aussage, Sie können selber entscheiden, auf welchen Flächen Sie diese Ökoregelung machen, dieses Eco-Scheme machen. Einzige Ausnahme ist hier der Gesamtbetrieb. Da müssen Sie die Extensivierung tatsächlich auf dem gesamten Dauergrünland machen. Und bei den chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, da müssen Sie es dort machen, wo Sie diese Sommerkulturen anbauen. Dazu kommen wir gleich. Ansonsten können Sie wählen, hier bei den vielfältigen Kulturen. Da gilt es auch auf dem gesamten Ackerland. Also diese beiden Pflichten zweitens, da ist es das gesamte Ackerland, was einbezogen ist. Und bei der Extensivierung ist es das gesamte Dauergrünland. So, was gibt es denn dafür an Geld? Für das erste Prozent auf dem Ackerland, im Bauernblatt-Artikel war leider das Prozentzeichen nicht mitgekommen, für das erste Prozent gibt es 1300 Euro. Und ab dem zweiten Prozent gibt es dann 500 Euro. Für das zweite Prozent. Und ab dem dritten Prozent gibt es dann die 300 Euro. So ist es richtig. Thünen hatte mal gerechnet, dass man in Ostdeutschland eigentlich 678 Euro braucht. Also ist wahrscheinlich nur die erste Stufe an Gunststandorten in Schleswig-Holstein lukrativ. Das sollte man sich klar machen. Wenn ich da Blühstreifen drauf mache, dann kriege ich zusätzlich 150 Euro, beziehungsweise bei Dauerkulturen überhaupt nur diese 150 Euro. Wenn ich, das hat Thünen ausgerechnet, je nachdem, wie lange die Ansaat hält, wird es natürlich günstiger. Aber auch da sehen Sie, dass das knapp auskömmlich ist, diese 150 Euro. Es gibt eine zweijährige Ansaat, da müssen Sie bestimmte Blühsaatmischungen, finden Sie auch bei uns auf der Internetseite, verwenden. Dann reicht eine zweijährige, also eine Aussaat für 2 Jahre bei bestimmten Ansaatmischungen. Altgrasstreifen gibt es für das erste Prozent 900 Euro, bis 3% dann 400 Euro und bis 6% dann 200 Euro. Das sind die zunächst vorgesehenen Werte, die können sich noch ändern. 45 Euro, das hat man angehoben bei vielfältigen Kulturen, weil die 30 Euro nun absolut nicht auskömmlich waren, wie man auch rechts sieht. Beibehaltung Agroforst gibt es 60 Euro. Bitte bedenken, das gibt es nicht auf dem Hektar, wo der Agroforst steht, sondern es gibt es nur auf die konkrete Agroforstfläche. Also das ist dann eine sehr kleine Fläche, für die es dieses Geld gibt und es soll, so wie wir hören, auch nicht auskömmlich sein. Wenn Sie die Extensivierung im Gesamtbetrieb machen, gibt es in 23 115 Euro im ersten Jahr und in 24 dann 100, sind 100 Euro noch vorgesehen. Das rechnet sich für einen klassischen Milchviehbetrieb überhaupt nicht, wie die Thünenzahl zeigt. Extensivierung von Dauergrün an Einzelflächen gibt es 240 Euro auf dem Hektar. Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, da gibt es 2 verschiedene Prämien. Und jetzt kommen wir dazu, wenn es die Sommerkulturen sind, Sommergetreide, Leguminosengemenge, Sommerölsaaten, Hackfrüchte, Feldgemüse, dann gibt es die 130 Euro in 23 und dann 24, 120 und 25, 110 Euro. Und wenn es Grasgrünfutter oder Ackerfutterleguminosen sind, da wird also unterschieden. Bei Ackerfutterleguminosen gibt es dann nur die 50 Euro und bei Gras- und Grünfutter auch. Und die Natura 2000 Prämie ist sehr gering geworden. Sie liegt nur noch bei 40 Euro. Wobei im Land Schleswig-Holstein die wahrscheinlich nochmal aufgestockt wird, nach dem, was ich gehört habe, dass die aus der zweiten Säule nochmal ergänzt wird. Das zeigt jetzt eigentlich, dass wir nicht so viele Maßnahmen haben, die für Milch- wie Futterbaubetriebe geeignet sind und dass insgesamt sich nur wahrscheinlich nur wenige von den Maßnahmen rechnen werden. Eins muss man allerdings bedenken, wenn jetzt die Eco-Schemes bundesweit unterbeantragt werden, dann können sie steigen. Im Artikel hatte ich leider auch noch geschrieben, sie könnten auch sinken. Das ist gestrichen, das war leider an mir vorbeigegangen. Also sie sollen auf diesen Einheitswerten bleiben, die hier stehen. Aber wenn sie unterbeantragt sind, Eco-Schemes, dann können sie bis zu 10% steigen, in 2023 sogar bis um 30%. Also
Wenn jetzt hier zum Beispiel die Aufstockung der Brache um 1%, wenn das kaum beantragt wird, dann könnte theoretisch die Prämie bis auf, was hatte ich ausgerechnet, 1690 Euro steigen, also fast 1700 Euro. Das sollte man sich überlegen. Aber bitte daran denken, trotz Aussetzung, Stilllegung, müssen Sie insgesamt 5% Stilllegung im Betrieb dann haben. Es gibt dann noch eine Unverträglichkeit unter Umständen mit der Ökoprämie. Es findet zwar keine Anrechnung statt bei den ersten beiden Maßnahmen, aber auf Bracheflächen kriegen Ökobetriebe keine Beibehaltungsprämie. Warum? Weil man sagt, dort gibt es keinen Einkommensnachteil, weil dort nichts produziert wird gegenüber den konventionellen, und die Beibehaltungsprämie soll einen Einkommensnachteil ausgleichen. Deswegen soll es dort nichts geben. Herr Özdemir, wir möchten das gerne ab dem übernächsten Jahr ändern, ab 24. Mal gucken, was da kommt. Im Moment ist es so, dass ich auf diesen Flächen der Brache keine Ökoprämie bekomme, keine Beibehaltungsprämie. Und hier, wenn ich an der Maßnahme 4 teilnehme, kriege ich bei der Beibehaltungsprämie 50 Euro abgezogen. Und wenn ich an der Maßnahme 6 teilnehme, dann kriege ich die voll abgezogen. Wobei, das haben wir gestern dann auch nochmal bestätigt bekommen, war vorher schon zu hören, egal, ob ich die Maßnahme 6 beantrage als Ökobetrieb oder nicht, ich kriege diese Sachen, diese Prämien hier, die hier stehen, die Prämien 130 bzw. 50 Euro, immer abgezogen. Das heißt, wenn ich dieses Geld haben will, dann muss ich die Maßnahme 6 als Ökobetrieb beantragen. Sonst kriege ich sie nicht in der Beibehaltung. Okay. Gerne. Ich soll sie selber vorlegen. Moment, ich muss dann erstmal in Fragen und Antworten gucken. Wo sind wir denn? Ach so. Vielfältige Kulturen. Wird bei der Erfüllung die Prämie auf die gesamte Antragsfläche berechnet, also auch auf die Vertragsnaturschutzflächen? Also es gilt erstmal für die gesamte Ackerfläche. Wie die Verträglichkeit mit Vertragsnaturschutz ist, da gibt es so schöne Kombinationstabellen, kann ich Ihnen nicht beantworten. Müssen Sie, also immer wenn Sie jetzt aus der zweiten Säule was beantragen wollen, dann müssen Sie erst in die sogenannte Kombinationstabelle gucken, inwieweit das verträglich ist mit den Maßnahmen der ersten Säule und insbesondere mit den Eco-Schemes. Und da kann es auch sein, ähnlich wie das hier bei der gerade eingeblendet ist, bei den Ökobetrieben, dass dann Abzug stattfindet. Und zwar dann immer bei der zweiten Säule-Maßnahme wird dann ein Abzug unter Umständen stattfinden. Nächste Frage. Ja, Frau Götzsche, Sie haben vollkommen recht mit dem Altgrasstreifen. Das sind maximal 20%. Leider Gottes ist das falsch auf der Folie. Wir gehen gleich nochmal in den Standard rein und gucken uns den in Ruhe nochmal an. So, Extensivierung Dauergrünland Einzelflächen auf Kreis- oder Landesflächen umsetzbar. Ja, da gibt es bislang keine Einschränkung, soweit wir wissen. Sie müssen natürlich die Fläche in der Verfügungsgewalt haben. Dann ist es egal, wer Eigentümer ist. Also ein Ausschluss von öffentlichen Flächen ist uns da jedenfalls bislang nicht bekannt. Warum wurden die Winterkulturen nicht berücksichtigt? Auch hier gibt es Kulturen, wo das möglich ist, zum Beispiel Wickroggen zu sechstens. Ja, weil man es nicht wollte. Man wollte es nur in Sommerkulturen. Ich kann Ihnen die Motive nicht sagen. Das sind Maßnahmen, die sind seinerzeit zwischen Frau Klöckner und Frau Schulze ausgehandelt worden. Einiges kam aber auch aus dem BMEL selber. Und warum man das da auf die Sommerkulturen beschränkt hat, ich kann es Ihnen nicht beantworten. Was passiert mit Schonstreifen, zum Beispiel um Kuhlen, die nicht 1000 Quadratmeter groß sind? Also die zählen nicht bei der Stilllegung mit. Das hatte ich vorhin gesagt. Also Randstreifen, Schonstreifen, damit sie in die Brache hineinzählen, egal jetzt ob in die Pflichtbrache 4% oder in die Aufstockungsbrache Eco-Scheme, müssen diese Mindestgröße 1000 Quadratmeter erreichen, sonst sind sie nicht mal im Antrag sichtbar. Die können nicht angegeben werden. Bei Glötz? Bei Glötz 4? Glötz 8? Glötz 8, 4% Stilllegung. Bei Glötz 8 und bei Eco-Scheme
1a muss ich mindestens 1000 Quadratmeter haben. Waren das die Fragen? Gut. Dann gehen wir vielleicht einmal. Nee, wir machen erstmal Sonstiges. Also, ich kann das auch nochmal, ich kann auch hier lieber mal zurückgehen. Ich bitte da sehr um Nachsicht. Also, es muss hier auf der Folie. Also, der Altgrasstreifen darf tatsächlich maximal 20% groß sein. Maximal 20% groß sein. Wenn er größer ist, fällt er insgesamt raus. Also, das bitte ich zu beachten. Also, da bitte nicht vorhalten, sondern lieber eher bei 19% bleiben. Gut, dann hätten wir die Frage auch beantwortet. Stand leider falsch auf der Folie. Muss ich korrigieren. Ja, Zahlungsansprüche gibt es nicht mehr. Wir hatten ja sowieso schon flächeneinheitliche Prämien, deswegen macht das in Deutschland keinen Sinn. Die Option aus dem EU-Recht nutzt Deutschland. Zahlungsansprüche gibt es nicht mehr, spart uns eine Menge Bürokratie. So, und Mindestbewirtschaftung nicht genutzter Flächen, das bitte ich nochmal zu beachten, das gab es bisher auch. Und das betrifft alle nicht genutzten Flächen, nicht nur die Ackerbrachen, sondern auch Dauergrünland, das nicht genutzt wird, oder Dauerkulturen, die nicht genutzt wird. Kommt vielleicht nicht so häufig vor, aber dort gilt es auch. Und da muss ich vor dem 16. November eine Mindestbewirtschaftung machen. Entweder indem ich mähe oder mulche, also mähen und den Aufwuchs abfahren, den abgemähten Aufwuchs, oder ich muss mulchen. Aber das darf ich nicht in der Zeit vom 1. April bis 15. August. Das ist die Sperrfrist fürs Mähen oder Mulchen. Und was jetzt neu ist, ist, dass ich auch eine Einsatz zur Begrünung wird auch als Mindestbewirtschaftung anerkannt. Also wenn ich auf der nicht genutzten Fläche eine Aussaat gemacht habe in dem Jahr, dann ist das schon die Mindestbewirtschaftung erfüllt. Ist aber ja auch per Fernerkundung oder Sentinel auch zu überprüfen. Und dann ist eine weitere Erleichterung da, wenn ich die 4% Mindestbrache mache oder die Aufstockungsbrache über EcoScheme, auch soweit ich da eine Blühansaat drauf habe oder ich mache einen Altgrasstreifen, dann brauche ich die Mindestbewirtschaftung nur alle 2 Jahre zu machen. Nur in jedem 2. Jahr. Was noch neu durch den Bundesrat reingekommen ist im letzten Moment, ist, dass wenn ich eine Dauerkultur habe, dann muss ich die Dauerkulturpflanzen auch pflegen. Es sei denn, die Dauerkultur wird gemäht oder gemulcht. Dann ist es damit erfüllt. Wenn ich aber nicht mähe oder mulche die Dauerkulturfläche, dann muss ich die Dauerkulturpflanzen pflegen. Also stillgelegte Dauerkulturen sind das, ne? Nicht genutzte Dauerkulturen, nur dort gilt das. So, genutzte, da habe ich eine Bewirtschaftung. So, und dann gibt es, und davon ist das eben zu unterscheiden, die Ackerbrache. Und dort darf ich auf Brachflächen, das steht so drin im Paragraphen 17 Absatz 4, gab Konditionalitätenverordnung, darf ich einen Umbruch machen zu Pflegezwecken. Es ist nicht so ganz klar, ob das auch gilt bei der Pflichtbrache und bei der Aufstockungsbrache, aber wir gehen davon aus. Also einen Pflegeumbruch darf ich machen oder ich darf auf diesen Flächen umbrechen, wenn ich aus Vertragsnaturschutz, also aus einer Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahme oder aus EcoScheme verpflichtet bin, dort irgendwas zu machen, dann einen Umbruch zu machen oder so, dann darf ich das tun. Und ich darf es sogar in der Sperrfrist machen, wo ich mähen und mulchen nicht darf, also vom 1. April bis 15.8. darf ich sogar umbrechen, wenn ich eine Blühansaatverpflichtung damit erfülle aus einer Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahme oder aus dem EcoScheme. Da gibt es ja 1b, 1c, Ökoregelung 1b und 1c, da mache ich ja Blühansaat. Da darf ich das dann sogar in der Sperrfrist machen. Die Blühansaat übrigens muss immer bis zum 15. Mai des Antragsjahres erfolgt sein. Wenn ich eine zweijährige Aussaat mache, was ja geht bei einigen Saatmischungen, dann muss es der 15. Mai des ersten Jahres sein, das ist klar. So, diese Umbruchberechtigung gilt allerdings nicht auf Biodiversitätsstreifen oder Biodiversitätsteilflächen oder auf Bejagungsschneisen auf einer im Übrigen einheitlich bewirtschafteten Fläche. Da darf ich diesen Umbruch nicht machen. Eben, weil das einmal Biodiversitätsschutz ist und zum anderen will man die Bejagungsschneisen auch nicht, dass die umgebrochen werden. So, keine Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz oder Düngung, das haben wir eigentlich oben schon behandelt. Das gilt also sowohl für die
Aufstockungsbrache als auch für die Pflichtbrache. Bei der Aufstockungsbrache heißt es ganzjährig brach liegen, aber das interpretieren wir so, dass keine Bodenbearbeitung zulässig ist. Mal abgesehen von A, Punkt A, ne? Das ist aber noch die Frage, Pflegeumbruch. Ab Ernte im Vorjahr muss ich eine Selbstbegrünung machen oder eine aktive Begrünung, dafür ist die Bodenbearbeitung zulässig und das haben wir eigentlich auch schon behandelt. Gilt auch grundsätzlich bei Ackerbrachen. Beweidung mit Schafen und Ziegen und Bewirtschaftung für die Folgejahrernte. Aktiver Landwirt kommt leider wieder, macht uns ja viel Aufwand gemacht. Jetzt hat das zum Glück, ist das sehr verwaltungsarm umgesetzt. Wenn Sie belegen können, dass Sie Mitglied in der Berufsgenossenschaft sind, da reicht also schon der Beitragsbescheid, dann gelten Sie als aktiver Landwirt. Es gibt auch noch eine Bagatellgrenze. Wer weniger als 5.000 Euro Direktzahlung im Vorjahr erhalten hat oder im aktuellen Jahr, wenn er im Vorjahr keinen Antrag gestellt hat, dann gilt er auch als aktiver Landwirt. Aber wie gesagt, in der Regel reicht es zu belegen, dass Sie in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung versichert sind mit Ihrem Betrieb. Ja, wenn Sie Photovoltaik haben, dann fällt die Förderfähigkeit weg. Etwas anderes gilt bei sogenannter Agri-PV. Das sind ja also diese PV-Anlagen, die entweder hoch aufgeständert sind. Geht in Schleswig-Holstein wahrscheinlich nicht, weil es zu stürmisch ist. Aber es gibt ja auch noch andere Formen Agri-PV. Und dort können Sie noch die Prämien bekommen für die Fläche, wenn Sie, und zwar zu 85% noch bekommen die Prämie, wenn die Fläche sich noch mit Maschinen bewirtschaften lässt, mit landwirtschaftlichen Maschinen, und wenn Sie nach einer DIN-Norm noch zu 85% landwirtschaftlich nutzbar bleibt, also muss nach einer DIN-Norm ermittelt werden, dann geht das auf Agri-PV-Flächen. So, und wenn Sie eine flache, nicht wendende Bodenbearbeitung machen, auf Dauergrünland im Natura 2000-Gebiet oder auf Biotopflächen, dann haben Sie künftig aus dem Prämienrecht heraus eine Anzeigepflicht. 15 Tage vorher müssen Sie das anzeigen. Bedenken Sie, man kann solche Bodenbearbeitungsmaßnahmen wahrscheinlich in der Satellitenüberwachung sehen. Also die Anzeigepflicht sollten Sie gerne einhalten. Das war's. Mehr wollte ich Ihnen nicht vortragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Sie sehen hier den Link bauern.sh, also auf unserer Webseite /Mitgliederbereich, und dann kommen Sie zu den Artikeln, die im Bauernblatt waren. Sie kommen zum Infoblatt. Wir werden auch das Video, das von heute, zeichnen wir die Veranstaltung auf, werden wir dort auch verlinken, und es stehen da nochmal Einzelheiten zur Konditionalität. Das Infoblatt ist eigentlich die beste Hilfe, da können Sie eigentlich alles nachlesen. Nein, die 1000 Quadratmeter fallen nicht komplett aus der Prämie raus. Das ist die Frage von Herrn Schlünzen. Fallen die 1000 Quadratmeter Flächen somit komplett aus der Prämie raus? Nein, sie zählen für die Beihilfefähigkeit, zählen sie mit zum Schlag und reisen dort sozusagen beim Schlag mit. Für die Stilllegung, da müssen Sie aber die 1000 Quadratmeter Mindestgröße haben. Und da können Sie sie nicht als Stilllegung beantragen, wenn Sie unter 1000 sind. Und da fallen Sie raus. Aber die Prämie bekommen diese kleinen Flächen. So, jetzt kommt entweder Herr Mattiesen oder Mattis, wie auch immer, M-A-T-T-H. Ich habe 2,5 Hektar Grünland, welche ich jetzt Herbst 22 in Ackerland umgewandelt habe. Und anscheinend dafür Ersatzdauergrünland auf einem anderen Betrieb gestellt. Er schreibt Ackerrechte. Ich wollte diese nächstes Jahr stilllegen als Acker, um die 13 Euro Ecoscheme zu erhalten. Muss ich die Grünlandnarbe jetzt umbrechen und dann brach liegen lassen? Nein, das müssen Sie nicht, Herr Mattiesen. Ich nenne Sie jetzt einfach mal so. Es reicht, dass diese Pflicht, die Fläche der Selbstbegrünung zu überlassen oder aktiv zu begrünen, tritt sowieso erst zum 01.01.2023 in Kraft, also in ein paar Tagen. Und es gibt die Aussage, alles, was begrünt in das Jahr 23 hineingeht, ist stilllegungsfähig. Egal, ob für die Pflichtbrache oder die Aufstockungsbrache. Das heißt, wenn Sie die Fläche jetzt begrünt haben und so liegen lassen, ist das überhaupt kein Problem, dann können Sie sie nächstes Jahr zur Stilllegung anmelden.
Oder darf ich die Grünanlage, welche jetzt Acker ist, so als Brache beantragen? Ja, das ist die Frage, Herr Mathiesen, genau das dürfen Sie. Okay, danke, sagt Herr Schlünzen. Und moin, wird es noch die Prämie für benachteiligte Gebiete geben? Ja, die wird es noch geben, allerdings, soweit ich jedenfalls weiß, allerdings ja nur auf den Halligen zahlen wir die noch. Dankt sich jemand für den Vortrag, gerne. Die 4% Stilllegungsfläche ist in jedem Antragsjahr wechselbar auf den Ackerflächen des Betriebes oder bleibt die Stilllegungsfläche für den gesamten Zeitraum der neuen GAP-Verordnung bestehen, wenn diese einmal eingelegt wurde? Nein, Sie können die Stilllegungsfläche jährlich wechseln. Aber die umgekehrte Aussage finde ich eigentlich noch interessanter. Sie dürfen die Stilllegung am gleichen Ort lange Zeit, müssen auch nur alle 2 Jahre die Mindestbewirtschaftung machen. Wenn ein Betrieb mit seinen Landschaftselementen auf 4,3% kommt, muss er trotzdem noch 1% Brache machen oder reichen dann 0,7? Es reichen 0,7, Frau Götzsche, die Frage. Ne? Wenn ein Betrieb mit seinen Landschaftselementen auf 4,3, muss er trotzdem noch 1% Brache machen oder reichen 4,3? Also ich nehme jetzt mal an, Sie meinen die Pflichtbrache, die 4%. Ach so, nee, 4,3%, Entschuldigung. Also nochmal ganz langsam. Ein Betrieb hat 4,3% Landschaftselemente. Die Landschaftselemente zählen nur für die Pflichtbrache, Frau Götzsche. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die Pflichtbrache hat er mit den Landschaftselementen alleine erfüllt. Die 0,3%, die er jetzt mehr an Landschaftselementen hat, als er eigentlich braucht, für die Pflichtbrache, die fallen aber unter den Tisch. Die werden für die Aufstockungsbrache nicht anerkannt. Das heißt, er muss mindestens noch 1% machen, um die Ecoscheme-Brache 1% zu erfüllen. Ja, er muss 1% Brache machen. Gut. Das sind die Fragen bis jetzt. Wir können auch gerne nochmal um Sprecherlaubnis bitten. Mit der Hand erhobenen Hand. Dann können Sie auch die Frage mündlich stellen. Haben wir nicht. Da kommt nochmal eine Frage von Herrn oder Frau Gerdes. Wenn die Brache wiederholt auf der gleichen Fläche alle 2 Jahre gemulcht, kodiert wird, wird diese Fläche dann nach 5 Jahren Dauergrün? Nein, solange eine Fläche Pflichtbrache ist oder Aufstockungsbrache im Ecoscheme ist oder eine sonstige geförderte Brache, staatlich geförderte Brache, ist die Pause-Taste gedrückt. Das heißt, die Jahre zählen dann nicht weiter. Die 5 Jahre zählen dann nicht weiter. Ist es allerdings eine freiwillige Brache, wo Sie kein gesondertes Geld dafür bekommen, also weder Pflichtbrache noch Aufstockungsbrache noch sonst wie gefördert, die freiwillige Brache, da laufen die 5 Jahre weiter. Gut. Ich sehe keine Fragen. Nochmal der Hinweis auf die Internetseite. www.bauern.sh/Mitgliederbereich. Da können Sie sich mit Ihrer Mitgliedsnummer und Ihrer Postleitzahl einwählen. Ich bitte um Verständnis, dass wir das nur für Mitglieder zur Verfügung stellen wollen, weil wir werden auch nur von Mitgliedern finanziert und sonst könnten wir unsere Arbeit nicht machen. Und dort finden Sie umfassende Informationen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich auch gerne an Ihre Kreisgeschäftsstelle. Unsere Kreisgeschäftsführer sind bestens informiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir gucken noch mal in die Fragen rein, aber da sind keine dazugekommen. Ich bedanke mich und, na, doch, da kommt noch eine von Björn Schwarz. Schwarz, Ansaat von Gräsermischung auf der Pflichtbrache. Abfuhr möglich ab 1.9. Sie dürfen, was habe ich denn geschrieben? Dann sehen wir auf die Folie gucken. Nein, eine Schnittnutzung ist da nicht zulässig. Sie dürfen es abweiden mit den guten Wiederkäuern, Schafen und Ziegen. Oder Sie dürfen eine Bearbeitung für die Ernte im Folgejahr machen, aber eine Schnittnutzung ist nicht zulässig. Sonst wäre es ja wieder eine genutzte Fläche. Jetzt kommen noch mehr Fragen, das ist schön. Zählen Ackerrandstreifen an Gewässern zukünftig zu den Landschaftselementen? Sind diese auf die weitere Stilllegung anrechenbar?
Ja, Ackerrandstreifen an Gewässern. Also ob da ein Gewässer ist, ist eigentlich nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass die Randstreifen am Acker liegen. Dann zählen sie, sind sie aber keine Landschaftselemente. Nein, das sind keine Landschaftselemente. Es ist, gehört, beihilfefähig gehört es mit zum Schlag. Und nein, das ist kein Landschaftselement. Landschaftselement ist das Gewässer, was dahinter liegt, dann hinter dem Ackerstreifen. An, auf die Stilllegung anrechenbar sind sie, wenn sie nicht bewirtschaftet sind und mindestens die 1000 Quadratmeter haben. Und jetzt kommt noch, doch, die haben wir schon, ne? Die Frage von Herrn Schwarz. Wie findet der Fruchtwechsel statt, fragt Christopher. Na, soll ich dazu noch mal eine Folie zeigen? Kann ich gerne machen. Ich habe das bewusst kurz gehalten beim Fruchtwechsel, weil, wie gesagt, erst ist das im nächsten Jahr. Sie müssen nur bedenken, ich sage es jetzt noch mal deutlich, dass Sie beim Fruchtwechsel auf allen Flächen, auf denen 22, 23 die gleiche Hauptkultur stand, müssen Sie die Hauptkultur wechseln. Ich habe hier mal die Möglichkeiten beim Fruchtwechsel aufgemalt. Also ein Wechsel der Hauptkultur ist, das ist ein deutlicher Wechsel der Hauptkultur, Wintergerste nach Winterweizen. Es reicht aber auch ein Sommerweizen, ist auch ein Wechsel der Hauptkultur, weil Sommergetreide und Wintergetreide ist was Unterschiedliches. Sie können es mit Zwischenfruchtanbau machen. Sie können es den Fruchtwechsel ersetzen, auch noch mit einer Gras aus Untersaat. Die müssen aber mindestens in diesem Zeitraum stehen, also besser ab 14.10. schon stehen. Ab 15.10. müssen schon vorhanden sein. Und das geht eben nur auf einem Drittel der Ackerfläche. Und danach, im Folgejahr, müssen Sie auf jeden Fall die Hauptkultur wechseln. Und die Mischkultur ist auch ein Fruchtwechsel. Aber da müssen Sie daran denken, dass Sie mindestens 25% im Feldaufgang haben müssen. Also ich habe das hier von 23 auf 24 dargestellt, ne? Also im Jahr 24 müssten Sie den Fruchtwechsel ja erstmalig einhalten. Aber wie gesagt, es ist Ihnen zu empfehlen, auch schon im Jahr 23 einen Wechsel der Hauptkultur vorzusehen, weil auf allen Flächen, wo Sie 22 und 23 das Gleiche haben, müssen Sie 24 die Hauptkultur wechseln. Mindestens in Form der Mischkultur. Okay? Pufferstreifen an Gräben mit Kleegras ansehen. Uneingeschränkte Maat möglich. Ja, also wenn das keine Stilllegungsstreifen ist, wenn Sie die nicht als Stilllegung angeben, dann ist zwar in den 3 Metern am Gewässer verboten, Pflanzenschutz und Düngemittel anzuwenden, aber Sie dürfen im Übrigen alles machen dort auf der Fläche, bewirtschaften, Bodenbearbeitung, dürfen da auch ernten, aber eben kein Pflanzenschutz, keine Düngung. So, nächste Frage. Das war's. Wer jetzt noch eine Frage hat, kann auch schnell die Hand heben oder noch eine Frage reinschreiben. Ansonsten sage ich herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Wie gesagt, die Kreisgeschäftsstellen sind für Sie da, die Internetseite auch. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen haben. Dafür sind wir da. Und ansonsten wünsche ich noch eine schöne Adventszeit und eine schöne Weihnachtszeit, dass nicht so viele Leitungen einfrieren mögen bei den Milchviehbetrieben und anderen und dass Sie gut ins neue Jahr kommen. Vielen Dank.